Grüßchen, mit in dir in Fried von unserem Herrn Jesus Christus. Ich will die Verse lesen, Johannes Kapitel 13, 1 der 5, wo das so sein wird. Vor dem Passafest aber, da Jesus erkannte, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und nach dem Abendessen, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Ischariot, ins Herz gegeben hatte, dass er ihn verrate, und Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging, stand er von Abendmahl auf, legte sein Oberkleid ab und nahm sein Schürz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und trocknete sie mit dem Schürz, mit dem er umgürtet war. Und dem Tag für seine Kreuzigung, dann wusste Herr Jesus, dass vor allem der Tiet gekommen wir, dass er gestorben war, abgestorben und drei in den Himmel gehen wird. Er hat sehen, ihr läuft, dass heute der Jan, der wird echte Gläubigen werden. Er läuft ganz bei dem Eng von seinen irdischen Deins und er wird auch in aller Ewigkeit läuft haben. Doch er läuft auch in eine unendliche Masse, kann man sagen, also die hat nicht zu meten. Und wer ein Bild wird, er hat das auch bewiesen. Johannes erklärt hier nicht, was von Unkas hier gemeint ist, das Wasser, das Mohl von dem Herrn oder ein Geweinlied eten, wo der Teufel sagt, in den Horten von den Judas den Gedanken, dass der Titel nur rieb wir, Jesus zu übergeben. Judas hat sich in diesem Plan ja in dem Herrn auch lange verhört, hauptgefühlt. Doch nun wird ihm der Teken gegeben, seine hingelassene Plan durchzuführen. In Vers 3 wird hier betont, das ist ein Abgabe von einem Sklaven. Da wird nicht bloß ein Rabbi oder ein Lehrer, sondern Jesus wird hier. Der sich hier in seiner Göttlichkeit ganz bewusst wird. Er kann das Wort, das am übergeben worden wird, und er wüsste, dass er von Gott rausgegangen wird und sich nicht auf den Weg befingen wird, wo Trainer Gott führen wird. Und das Bewusstsein von seiner Identität, also das Heuhaar wird, von seiner Mission und seiner Bestimmung, befähigt am dort, sich rauf zu bein und die Jünger die Feuchte waschen. Jesus stellt die Pferde und Unkas ab und legt seine lange Buhrkleider sozusagen auf und dann nimmt er ein leinenes Tuch, was wir vielleicht würden so nennen, aus einem Schaldiuk und nimmt die Stadt von einem Sklav an. Wir möchten das Ereignis vielleicht euer Markus-Evangelium vermuten, dem Evangelium von den vollkommenen Schnarch. Doch diese Tatsache dort im Evangelium von den Seelen Gottes steht, da merkt er, umso bewirtvoller hier rüt zu sein. Diese symbolische Handlung, der erinnert uns daran, dass der Herr die Herrlichkeit vom Himmel verleiht und aus den Knecht, ob diese Erde kommt, am Sinne Geschöpfe zu deinen. In den Ländern im Osten, der wird auf dem Grund von diesem Gebrauch, wird ganz ob. Also Menschen brauchten viel Sandalen, wir würden vielleicht von Schloren reden, und wir verkennen, dass Menschen sich die Feuer waschen deuten. Dass die hier eine ganz normale Höflichkeit, wenn der Wert hier jas kommen deut, und so hat die Menschen dann vielleicht einen Sklav durch, der deut immer die Menschen die Feuer waschen, wenn der Wert hier jas kommen deut. Und hier wird dieser göttliche Gastgeber, Jesus Christus, selbst zum Sklav. Er führt diesen geringsten Deins ut. Jesus hat die Feuer waschen, auch für seinen Verruder. Was für ein Bild, was für eine Liebe für uns. Und das merkt uns hier auch von dir und uns als gläubige Menschen, was die Bibel uns lehren wird, dass wir einer dem anderen höher achten sollen als uns selbst. Und weil wir unserem Herrn immer waren am Beten, dass er uns die Kraft gibt, dass wir uns unter den anderen die Anerkennung geben, dass wir uns jenseitig unter den sind in Liebe einer zum anderen und dass Gott kann verherrlicht werden. Weil wir nach der Beten. Lieber Herr Jesus, danke für das Vorbild, was du uns hingeloten hast. Danke, dass du dir aufloten deutst, bad ab das Leerste. Und du warst ein Deiner für deine Geschöpfe. Danke für die Vergebung, die wir haben in dir. Herr Jesus, halb auch, dass wir aus Gläubigen, dass wir uns einer den anderen schätzen, respekten, und dass wir dadurch auch kann, die ihr bringen, in ein Segen sein. Ich danke dir dafür, Herr Jesus. Amen. Gottes Segen für diesen Tag.